Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Tuck, tack. Oder so. Ich nehme jetzt aber mal an, es heißt Tuck. Ein Nerd Kingdom Spiel in der Alpha 0.8.6 Version. Und wir schauen schnell die Optionen. Bitte. Volume Master, ja, das ist alles unten. Okay. Video, very high, blablabam, dumpa, gut, jawohl, save it und wir starten gleich mal ein neues Spiel. Ich habe das noch nicht gespielt, ich habe es mal vorhin mal angezockt, ob es läuft und wie es läuft, aber ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht. Testland 2. Das lasse ich mal sein. Game Mode Survival und Generated. The Forest, War, Floodwaters, The Pools, Survival, genau. Okay. New Game. World Seed? Ne, muss man nicht eingeben. Ich glaube nicht, dass man das eingeben muss. Nein. Lädt. Lädt unterstützt ab. Ne, es lädt. Sollte eigentlich bei euch eigentlich auch laden? Na, schafft er den Umsprung? Ja, jetzt lädt's. Super. Also das Laden der Welt, die funktioniert relativ schnell. Aber das Laden vom Spiel, das ist mühselig. So, hier sind wir auf Tuck. Und ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Es ist extrem laut. Mensch. Audio. Ich mach den Master und die Ambiente mal richtig runter, also auf 3. So, okay, jetzt solltet ihr mich sicher hören, die Ambiente nicht so, aber das ist nicht so schlimm. Ja, das ist also Tuck. Wir sind diese Person hier. Du kannst nicht auswählen, Frau oder Mann. Ich weiß nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ah, jetzt geht der Wind schon wieder. Crafting, Mann, scheiß Wind. Es ist ein Minecraft-Crafting-Survival-Game. Es geht darum, Sachen einzusammeln und zu craften. Steuern tust du mit WASD. Das ist eigentlich alles okay. Mit E-Inventar. Und mehr habe ich auch noch nicht herausgefunden. Ja. Ein Affenkopf da am Himmel. Ne, lassen wir das. So, hier haben wir schon mal Stein. Mit Stein kannst du Stein verkloppen. Du kannst alles, wirklich alles auflesen, was am Boden liegt. Ne? Also da Scrap Metal und Stein und das und jenes und weiß ich nicht was. So, kann ich mit dem auch einen Baum fällen, mit dem Stein? Natürlich nicht. Aber mit diesen. Das sind Line Ropes. Ja. Brauchen wir auch zum Craften. Also wirklich süß gemacht, das Ganze. Ich weiß nicht, wollen wir mal das Ganze in der Free Personal spielen? Rennen geht auch. So, also ich kenne das Spiel absolut nicht. Na. Ego-Perspektive geht besser. Also ich kenne das Spiel noch nicht ganz, also ich habe es bei Steam gesehen, vor langer Zeit, also gibt schon länger. Und ich fand es so süß und so interessant, das ganze Spiel, das ich gefunden habe, das muss ich mir irgendwann mal zutun. Ja, ich habe es mir jetzt zugetan und es ist schon irgendwie interessant. Das Crafting-Menü wusste ich, dass es ein ziemlich komplexes Ding ist, es funktioniert ähnlich. Es funktioniert ähnlich wie bei Stranded Deep. Man legt die Sachen. Ah, so. Man legt die Sachen aufs Axe-Rock, Hammer-Rock. Ah, Vines. Das ist aber geil, wenn das so klappt. Pick-Rock.
Und wo habe ich Line Ropes? Hammer, Axt, Cablestone. Ah, hier habe ich. So, craften tun wir mit G und Crowd Axe Rezept. Ha! Wir haben die erste Axt. Wunderbar, so sieht sie aus. Jetzt machen wir noch einen Hammer. Wenn wir das können. Ne, können wir nicht, wir haben ja kein Holz mehr. Wir machen einen Speer. Wenn ich noch weiß, wie das geht. So und so. Glaube ich sowas, ja. Ein Wood Spear. Sehr gut. Jetzt können wir schon mal uns verteidigen und na, sagt's mir. Uns verteidigen und den Boden wegnehmen, was? Ja, okay. Bevor wir jetzt hier wirklich großartig bauen können. So, jetzt Baum fällen. Wumm, da fällt er. Naja, okay, unspektakulär. So, und hier haben wir, ups. Lock, Lock, Lock. Ja, man kann so den Boden, ne? Kristalle kann ich nicht mit dem machen, nein. Aber Steine kann ich zum Beispiel mit dem Rock, also mit der Axt zerkleinern. Okay, jetzt sind wir voll, was Stein angeht. Wir fällen noch diesen Baum. Malpe Tree. So, hier haben wir wieder einen Stick. So, das und ein Hammer wollte ich eigentlich machen, ne? So, und ein Hammer und das und so eins ergibt ein Hammer, genau. Können wir, glaube ich, zum Bauen brauchen, können wir ihn aber auch zum Abbauen brauchen. So, wir wollen einfach mal hier mal was bauen. Oh. So, einfach mal so den Boden hinbauen. Oh. So, einfach nur, weil wir es können. Das Crafting, also das Baumenü ist auch ziemlich cool gemacht. Muss ich sagen, gefällt mir. Und jetzt habe ich kein Holz mehr. Doch, ja, habe ich noch. So, Holzblöcke. Ich habe keine Ahnung, was wir hier bauen. Wir bauen es einfach, weil wir es können. So. So. Ah ja, da unten vielleicht noch. Geht nicht. Okay. Jetzt habe ich hier eine Treppe. Kann da nichts mehr bauen. Naja. Okay. Die Treppe war ja auch nicht wirklich so souverän. Wir bauen einfach mal hier. Just for fun. Einfach mal experimentieren hier, Mensch. Dann haben wir hier hinten ein bisschen Gras. Ein schönen Abschluss. Und zudem muss ich die Dachen da verbauen. Hier haben wir eine Steinwand, keine Ahnung.
ist, ja. Genau. Hier baue ich eine Steinwand hin. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, ist cool, muss ich sagen. Was habe ich hier? Forest Mount Wood. Okay. Hier haben wir noch Free Wood. Ich komme ja nicht hoch, Mensch. So, hier unten noch. Okay, also bautechnisch sieht es wirklich cool aus. Hier eine Wand hoch. Oh. Ja, gut. Misslungen. So. Ach, die Geräusche. Okay. Eine Torch können wir auch machen. Und zwar, glaube ich, wäre das so. Ja, man braucht immer Seile, um was zu basteln. Ein Kneif. Aha. Ein Messer. Ah, okay. Okay. Das ist wirklich irgendwie sau interessant, vor allem experimentierfreudig. Ne, da geht also nichts. So. Ja. Machen wir den noch drauf? Nö. Ich hau jetzt einfach alles mal drauf, was ich habe. Jetzt eine Schaufel können wir machen. Okay. So, eine Schaufel gemacht. Jetzt fehlt natürlich hier was kann ich mit Kies tun hier? Nix. So, noch mehr Holz? Nö. Kann ich dieses... Ja, mach mich mal das weg. Kann ich... Kann ich nicht. Oh. Okay, die Schaufel nimmt Dreck weg. Brauche ich zwar nicht. Und habe keine Seile mehr. Ja gut, dann... Komischer Kampfstil, wo der hat. Ein Hammer und eine Axt. Was wollte ich denn? Naja, Bambus, beziehungsweise nee, eigentlich wollte ich kein Bambus. Naja. So, also, hm?
Ah, hier haben wir Line Ropes. Bambus Tree. Nee, das ist auch wieder Bambus. Das ist auch Bambus, Mensch. Ich brauche kein Bambus, ich brauche Line Ropes. Was bist du? Bambus. Du bist ein kleiner Stab, aber auch Line Ropes, sehr gut. So. Oh, jetzt kommt Nebel auf. Und die Nacht bricht ein. Wir müssen auch irgendwie... Irgendwie... was kann... Wo habe ich jetzt das Ding? Was bist du denn? Alles kann ich noch irgendwie zerstören, aber ich habe keine Ahnung wie. Naja, lassen wir das. Wir brauchen auch Essen und zu trinken. Ich habe keinen Platz mehr, Mensch. Die ganze Erde hier weg. Aber wie viel Bambus habe ich denn jetzt? Boah, Mensch. So, ich will das Wesentliche. Ne, wieso habe ich jetzt so einen scheiß Bambus? So, Beeren essen. So, Beeren, Nipsbeeren gibt es auch noch Line Ropes. Das ist ja wirklich gut. Hier gibt es blaue Pilze. Ups. Kein Platz mehr. So. Ich weiß nicht, ob die blauen Pilze wirklich gesund sind. So, wisst ihr noch, wo ich vorhin war? Ich nicht mehr. Wir haben hier eine Ziege. Da auch. Also ein Steinbock, besser gesagt. Also man verläuft sich hier genauso wie bei anderen Spielern auch. Also ich zumindest. Ja gut, es war ja eh mehr ein Test, als was wirklich Ernstes zu bauen. Jo. Gut, dann wollen wir hier mal noch was craften. Aha. Lotusblüte. Ah, jetzt haben wir einen Tisch. Nee, Spaß. Oder? Nee. 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 Also einen Tisch haben wir schon irgendwie, ne? Kannst du das Tisch anschauen? Aber noch nicht wirklich das, was es sein sollte. Hä?
Mann, oh Mann, oh Mann. Einfach mal alles auf den Haufen. Slingshot. Schau mal an. Aus was hast du das jetzt gecraftet? Oh nö. Aha. Und wie funktioniert das? Hammerrezept. Nee, ich will doch keinen Hammer. Mensch. Muss ich den Hammer irgendwie in der Hand haben, um irgendwas... Was kann ich mit der Slingshot machen? Ohne Spaß. ja. Wo habe ich? Road is Slingshot. Ich würde auch gerne mal wissen, wie Mann, nichts kann ich machen hier. Brauchst du immer Stein dazu oder wie? Eine Schaufel, nee, will ich nicht. Eigentlich wollte ich so ein... Nee, eine Axt will ich auch nicht machen. Eine Schaufel will ich auch nicht machen. Nee. Gibt's nicht. So ein erstes Hütchen wäre nicht schlecht. Allgemein einfach irgendwie. Einfach mal alles auf den Haufen werfen und schauen, was dabei rauskommt. Mache ich jetzt. So. Tuck, 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 tuck. Jo, die noch. Brennholz. Weiß ich auch nicht, wie man eine Schaufel. Ich will keine Schaufel. Mann, oh. Habe ich noch einen anderen Stein, den wir vielleicht verwenden könnten? Das ist eine Schaufel. Ohne Weins schaffst du gar nichts. Oh, yeah. Ein Hammer. Ah, Crowder Who. Jo, jetzt können wir hier zum Beispiel, ne, machen wir hier. Ein
Ein Bild. So, und jetzt. Ups. Und jetzt haben wir hier Samen, die wir essen. Doof, Mann, du sollst die setzen. Ah. Also das mit dem Setzen habe ich. Ne, das mit dem Setzen habe ich jetzt definitiv. Ja, du isst sie nur, Mensch. Ne, also das mit Setzen habe ich noch nicht ganz verstanden. Ein Campfire zu machen, habe ich auch noch keine Ahnung. Tiere getötet haben wir auch noch nicht. Jo. Ich werf mal den Hammer da drauf, keine Ahnung. Das ist ein Grabstein irgendwie. Leute, nicht wirklich einfach. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo was wie ist. Ah, da haben wir noch ein Tier. Oh. Kit, wir haben ein Kind abgemurkst. So, okay. Sehr gut, Fleisch gab es nicht. Wo war ich denn jetzt vorhin? Das ist ja echt schlimm hier. Da und dann da. Sehr gut. So, ein Messer brauchen wir also, um Haut zu nehmen. Animal Haut. So, okay. Und was kann ich jetzt damit tun? Also, dass sie davon rollt. Wine Face Fans. Okay, das ist keine Ahnung, was das ist. Leider ist das Spiel auf Englisch. Kann ich jetzt mit dem irgendwie, mit dem Messer? Nö, wie kann ich denn jetzt Kleider irgendwie craften? Bambuspeer. So, alle großen Dinger mal weg. Growth Pick. Okay, ich bin gespannt. Kleine Pickaxe. Wo ist sie denn? Oh, cool. Ne, das ist das Messer. Das wollte ich nicht. Ne, das ist die Dings da. Die wollte ich. Und jetzt gehen wir zu dem Violetten da. Weil den Blauen brauchen wir. Und jetzt können wir die immer noch nicht abbauen. Was ist denn jetzt die Pickaxe da? Genau gut. Moos, Moos, Moos. Ripe Vance.
Mal gucken, ich baue das Teil jetzt einfach mal hier hin. So. Ich weiß nicht, was es ist. Wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Oh, da haben wir noch Samen. Die wir essen. Oh. Wo habe ich denn jetzt? Komm jetzt, was schmeiße ich weg? Was will ich nicht mehr? Was brauche ich nicht mehr? Da die ganze Erde hier. Ist ja richtig schlimm. Okay, ich habe rausgefunden, was das ist, was da am Boden liegt. So. So, Bären und so weiter wäre auch schön, wenn wir sowas würden vermehrt finden. Oder Samen, dann könnte man rausfinden, wie das mit den Samen funktioniert. Schaufel, Hammer, Axt. Ja. Oh, wieder voll, hey. Ist auch weg. Brauche ich nicht. Mano, brauche ich nicht. Tschüss. So, auch dieser kleine Strauch geht weg. Habe ich jetzt wieder einen Samen? Nö. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, das ist Tuck. Gibt viel zu erkunden. Und hier haben wir wieder einer, der mir wegrennt. Nun ja. Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Kann man übrigens auch im Multiplayer spielen. Kneif, Hook. Ich finde das doof, dass die Werkzeuge Platz brauchen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Raus. Nö, ich komme nicht raus. Wer spricht denn da eigentlich immer wieder? Ah, bald bist du tot. Komm jetzt. Ich habe ja eigentlich eine Slingshot, wo ich einfach nicht weiß, was die macht. Mal gucken. Wo ist er jetzt? Oh, falsche Taste. Scheiße. Ich weiß nicht, wie die geht. Einfach mal in der Gegend rum. Wedeln. Nehme Kuh. Verlierst sie. Verdammt. Wo ist sie jetzt?
Oh Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie ich die gecraftet habe. Abgrasen hier, irgendwo muss sie ja liegen. So, eigentlich müsste sie hier irgendwo liegen, aber ich habe keine Ahnung wo. So. So, den habe ich verloren. Hier auch den, wo ich töten wollte. Ja, irgendwie kann man sich hier, glaube ich, auch einen Unterschlupf bauen. Schon wieder diese scheiß Erde. So, gleich mal essen. Oh. Aha. Aha. Was sind denn das für Dinger, ey? Da gibt's noch Bären. Ne, da sind die Bären. Och ja. Ja, oder zumindest sowas in der Art. Aha. Weg mit dir und rein mit dir. Lubenetz. Kann ich mir... mal logisch denken nachher. Schon wieder verlaufen. Mann, oh. Richtig schlimm in den Spielen hier. Ich verlaufe mich jedes Mal. In allen Spielen, wo man hier rumrennen kann und so weiter, verlaufe ich mich. Wo habe ich jetzt einen Speer? Da. Gehen wir auf die Jagd. Oder auch nicht. Doch, hier. Gut, Messer. Oh, komm jetzt. Mensch, euch weiß ich nicht, was anfangen. Dich brauche ich auch nicht. Einen Hammer habe ich schon, brauche ich auch nicht. Komm jetzt weg. Animal Hair.
Lok weg. So, das ist, was war denn das? Animal Heights? Ah, hier. Nee. Hä? Grow Meat, ja. Muss ich nur noch rausfinden, wie man ein... Ah, Animal Horn. Ah, ja, okay. Jo. Hier haben wir den Papas Pilz. Keine Ahnung, was mit dem los ist. So, auf jeden Fall. Blablabla. Blauer Kristall. Oh ne, ich finde mein Zuhause nicht mehr. Nö, das, was ich mir da halbwegs aufgebaut habe, ich bin ja nur noch am Testen hier, finde ich nicht mehr, also ich verlaufe mich grundsätzlich immer in den Spielen. Also wenn angezeigt wird, da und da musst du hin, da ist dein Zuhause, dann laufe ich natürlich nicht verkehrt. Manu, kannst du nichts machen hier, ne? Alright, das ist also ein Letztest von Tuck. Ja, viel zum Erforschen, wie was wo, viel zum Erkundigen, und wenn ich von dem Spiel noch ein paar Folgen machen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann werde ich mal schauen, dass ich da über die Bücher gehe. Und dann schauen werde mal, wie was gecraftet wird. Aber natürlich nur, wenn ihr das wollt. Gut, ich persönlich für mich mach's dann sowieso. Bei mich nimmt das Spiel sehr Wunder, was man hier alles craften kann und machen kann und so weiter und so fort. Ja, zurzeit ist es ja nicht ganz so interessant, vor allem nicht interessant, weil man ja immer die Sachen verliert. Also ich zumindest. So, roter, ne, blauer brauche ich. Naja. Ne, ich finde den Ort wahrscheinlich nicht mehr. Da sieht alles zu ziemlich gleich aus. Ne, absolut nicht. Habe ich mich total verfranst. Das war auch nicht. Und auch was es mit den Kristallen auf sich hat und so weiter, würde mich sehr wundern nehmen. Und darum, also ich werde sicher das Spiel weiterspielen, wenn ich aber daraus noch Aufnahmen soll machen, müsst ihr mir das schreiben in die Kommentare und dann gibt es ab und zu mal eine Version von Tuck. Ja, jetzt bin ich langsam wirklich auf der ganzen Map rumgelaufen. Amethystkristall. Sehr schön. So, also auf jeden Fall, ich gehe jetzt mal ein bisschen YouTuben und googeln nach dem Spiel, um wirklich herauszufinden, wie es läuft, beziehungsweise was man so craften kann und so weiter und so fort. Und für euch heißt es... unten zu kommentieren, ob ihr noch weitere Folgen von Tuck wollt oder ob es das wirklich beim Let's Test bleibt. Danke fürs Dabeisein und bis dann!